Hans-Georg Maaßen, Sie haben in einem Interview und auch bei unserem letzten TV Berlin Spezial gesagt, der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg. Sie fürchteten, so haben Sie es in einem Interview ausgedrückt, eine Eskalationsspirale, bei dem Europäer und Deutsche verlieren werden. Was befürchten Sie genau? Ja, ich befürchte, dass wir Deutschen zum einen gar nicht genau wissen, warum wir da den Krieg führen oder beteiligt sind an diesem Krieg. Die Ukrainer haben natürlich ganz klare Interessen. Sie möchten gerne, dass die Russen das Land wieder verlassen, dass die Ukraine zum Westen gehört. Die Russen haben ganz klare Ziele, aber was sind unsere Ziele? Es geht da längst nicht um Freiheit und Demokratie in der Ukraine aus meiner Wahrnehmung, sondern es ist im Wesentlichen vorgeschoben, sondern es geht einfach um Machtinteressen und um viel, viel Geld. Und was ich jetzt sehe, ist, dass jetzt die Messlatten oder die Ziele von beiden Seiten sehr, sehr hoch gestellt werden. Die einen sagen, die Russen müssen raus, beziehungsweise wir wollen Russland schwächen, das sagte Verteidigungsminister Austin. Die Russen müssen geschwächt werden, global marginalisiert werden. Was die Russen wollen, haben Sie ja vorhin gesagt. Es geht darum, den Donbass zu übernehmen und vielleicht auch noch mehr in der Ukraine. Es geht letztendlich um Kapitulation von der einen oder von der anderen Seite. Man setzt also sehr, sehr hohe Ziele, ist nicht zum Verhandeln bereit und gleichzeitig wird immer mehr Munition, werden immer mehr Waffen in den Krieg hineingebracht. Sodass ich sehe, der Westen unterstützt die Ukraine mit schwerem Gerät. Russland führt immer mehr Gerät hinzu. Das heißt, also der Krieg wird weiter angeheizt. Und weil Russland auf keinen Fall verlieren will, weil der Westen auf keinen Fall verlieren will, eine Kapitulation oder einen Frieden derzeit steht nicht zur Diskussion, besteht einfach die Gefahr, dass weitere Waffen reingebracht werden, dass noch mehr Truppen reingebracht werden. Und irgendwann stellt sich auch die Frage, ob man auch mit Waffen agiert, die letztendlich uns betreffen, ob man nuklear geht, was zwar die Amerikaner ausgeschlossen haben, die Russen aber immer wieder auch ins Spiel gebracht haben. Und dann haben wir einen globalen Konflikt.